Hey Leute, willkommen zu einem neuen Call of Duty Advanced Warfare Video. Wir sprechen heute über drei verschiedene Themen. Einmal gibt's neue Bilder für Call of Duty AW, dann gibt's bald Gameplay-Material zu sehen und danach sprechen wir noch so ein bisschen über die Engine. Kommen wir erstmal zu den Bildern. Da habe ich einige auf Facebook gepostet. Ich glaube, 9 Stück sind's an der Zahl. 2 werde ich jetzt auch mal im Hintergrund einblenden oder 3, also einfach, dass ihr mal seht, um was es geht. Die Bilder sind veröffentlicht worden vom Edge-Magazin und die sehen auf jeden Fall alle verdammt gut aus. Die Auflösung ist leider nicht wirklich gut, das muss man leider sagen. Das heißt, man kann die eher nur in klein anschauen, aber man sieht auf jeden Fall, um was es geht. Und gerade dieses Bild von so einer Außenansicht sieht verdammt gut aus. Das heißt, ich glaube, dieses Spiel wird wirklich sehr hübsch aussehen und ich freue mich schon drauf. Die Bilder sind auf Facebook alle gepostet, wie gesagt. Link dazu in der Videobeschreibung. Lasst da auch am besten gleich ein Like da. Das heißt, normalerweise spreche ich so Bilder, die veröffentlicht werden oder so, nicht mehr an in einem Video. Das heißt, falls ihr sowas nicht verpassen wollt, dann lasst einfach ein Like auf der Facebook-Seite da. Und dann werdet ihr da immer informiert. Dann ist es außerdem so, dass wir am 10. Juni, also am Dienstag, den kommenden Dienstag, Gameplay sehen werden von Call of Duty AW. Und zwar ist da immer noch die E3 und da gibt es Livestreams und in 2 dieser Livestreams wird eben auch Gameplay gezeigt. Ich weiß nicht, ob es zweimal dasselbe ist oder zweimal was anderes. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Die Streams finden auf jeden Fall statt um 21 Uhr und um 23 Uhr, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ich werde die genaue Zeit auch nochmal in die Videobeschreibung posten. Ich weiß jetzt auch noch nicht ganz genau, wo das ausgestrahlt wird. Es gibt auf jeden Fall Livestreams, wo genau weiß ich nicht. Das heißt, einer ist irgendwo bei IGN, andere irgendwo bei Twitch. Da werde ich auch nochmal die genauen Links eben auf Facebook posten, kurz bevor die ganze Sache losgeht. Das heißt, da kann man dann auch nochmal den genauen Link eben raussuchen, kann sich die ganze Sache dann auch ansehen. Ich persönlich freue mich riesig, muss ich sagen. Das heißt, endlich gibt es mal so ein bisschen mehr Gameplay zu sehen und eben nicht nur diesen Trailer, den wir veröffentlicht bekommen haben, jetzt vor einem Monat knapp. Also ist jetzt auch schon wieder ganz schön lang her. Dann kommen wir jetzt mal zur Engine und da gibt es nämlich auch nochmal so ein bisschen Neues, was vielen vielleicht erstmal nicht gefallen wird. Und zwar hat Michael Country nochmal was zur Engine gesagt und er meint eben, dass wir keine komplett neue Engine bekommen, sondern dass die alte Engine nochmal verändert worden ist. Ist das jetzt sofort schlecht? Nein, das muss man ganz klar sagen. Das heißt, die Engines werden eigentlich in der Regel immer einfach verbessert. Frostbite, also die Engine von Battlefield, die macht das genauso. Das heißt, da kommen neue Funktionen hinzu, zum Beispiel Evolution jetzt zum Beispiel. Das wird dann mit in die Engine gepackt und dann wird halt die Engine einfach umbenannt und so macht es Call of Duty letztendlich auch. Natürlich ist Call of Duty jetzt von der Optik vielleicht nicht das Nonplusultra, aber es wird halt immer versucht, dass die ganze Sache wirklich in 60 FPS läuft und Infinity Ward hatte ja auch nochmal so ein bisschen Probleme, die mussten für die alten Konsolen entwickeln, die mussten für die neuen entwickeln und für den PC und die waren so ein bisschen überfordert. Bei Sledgehammer Games ist es letztendlich so, dass die nur noch für den PC und für die neuen Konsolen entwickeln und von daher wird da wahrscheinlich die Grafik besser sein. Es kommt auch für die alten Konsolen raus, so ist es nicht, aber die Entwicklung, die übernimmt dann ein anderes Studio. Es ist dann letztendlich auch so, dass es sich so ein bisschen dazu äußert, was denn gemacht worden ist und er meint eben, dass es ein neues Rendersystem gibt, ein neues System für die Animationen, ein neues System für die Physik und ein neues System für den Sound. Und das klingt eigentlich schon mal nach einer ganz guten Rundum-Erneuerung. Bei Ghost war es ja nicht so, da hat sich Mark Rubin, glaube ich, dazu geäußert und der hat nur gemeint, ja, wir haben ein bisschen was hinzugefügt, aber er wurde nicht so konkret, was jetzt wirklich ausgetauscht worden ist und diese Änderungen klingen auf jeden Fall recht gut und da freue ich mich auch drauf. Und ich glaube, es ist auch ein guter Schritt, dass man die alte Engine nochmal beibehält, denn eine neue Engine würde sich komplett anders spielen. Battlefield spielt sich zum Beispiel komplett anders als Call of Duty und das ist natürlich auch ein bisschen der Engine verschuldet. Das heißt, die verschiedenen Engines, die bieten dann einfach ein anderes Spielgefühl. Und es ist ja eh schon so, dass bei Call of Duty AW so viel neues Zeug dazu kommt. Das heißt, man kann jetzt hochspringen, man kann irgendwie an Wände klettern und. Und wenn sich dann das Gameplay, das Core-Gameplay, das normale Gameplay auch noch komplett anders spielen würde, dann glaube ich, würden einige schreien, dass es nicht mehr Call of Duty ist. Und wenn es jetzt dann eben so ist, dass es ziemlich viele neue Bewegungen gibt und dass man eben klettern, springen kann und so weiter und dass sich das Gun-Gameplay trotzdem noch so anfühlt wie bei einem Call of Duty, dann glaube ich, ist es auf jeden Fall ein guter Schritt und wird auch von der ganzen Community gut aufgenommen. Von daher glaube ich, ist das keine schlechte Sache, denn eine alte Engine bzw. eine verbesserte Engine ist nicht grundsätzlich schlecht. Infinity Ward hat es halt einfach bei Ghosts eher schlecht gemacht, aber Sledgehammer Games hat jetzt mehr Zeit, um die ganze Sache zu entwickeln und Sledgehammer Games muss sich hier nur um die neuen Konsolen und um den PC kümmern und um die alten Konsolen kümmert sich eben High Moon Studios. Das heißt, Sledgehammer Games hat da auch mehr Zeit, die ganze Sache grafisch besser zu gestalten. Das heißt, eigentlich ist es wahrscheinlich eine gute Sache, wir müssen jetzt einfach mal auf das erste Gameplay warten.
Das war's jetzt mit dem Video. Falls es euch gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall eine Bewertung da. Wie gesagt, schaut auch auf meiner Facebook-Seite vorbei und lasst dort ein Like da auf jeden Fall. Und ansonsten könnt ihr diesen Kanal gerne abonnieren, falls ihr weiterhin auf dem aktuellsten Stand in Sachen Call of Duty sein wollt. Und das war's von mir. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.